10 Dinge, die man in Minecraft nicht tun sollte. Dinge, die man in 10 nicht Minecraft sollte. Sollte, die man in 10 Dinge Minecraft. Leute, hi, was geht ab? Willkommen heute hier zurück zu einem weiteren Video. Heute gibt es eine nice Reaction wieder mal auf ein Video, welches ich eben schon genannt habe, nämlich 10 Dinge, die man in Minecraft nicht tun sollte. Ja, ist mega nice. Ich habe da voll Bock drauf. Ich habe schon mal so ähnliche Videos gesehen, aber das da fand ich mit am besten. Deswegen gucken wir uns das einfach mal heute zusammen an. Yeah! So, genau. Was gibt es zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Ja, für weitere Reactions. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir den ganzen Käse doch mal. Let's go! Vielleicht ist das Video hier sogar für den einen oder anderen ein bisschen lehrsam, aber ich möchte jetzt auch nicht so viel rumfackeln, deswegen let's go. So, hier haben wir einen ganz normalen Minecraft-Spieler mit TNT und der zündet dieses TNT an und sprengt sich in die Luft. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eines der Dinge, die man nicht tun sollte. Ja? 10 Dinge, die du in Minecraft nicht tun solltest. Yeah! So, da bin ich mal gespannt. So, Nummer 10 ist, benutze, was? Wenn du eine Wasserwelt benutzt, Preset for Survival. Hä? Ach so, du solltest keine Wasserwelt benutzen. Aha, got it. Okay, hier kann man nämlich customizen in den Presets. Kannst du nämlich die Wasserwelt aussuchen und das ist halt mega blöd, wenn du dann die ganze Zeit halt nur im Wasser lebst. So, das ist wirklich, welcher, Leute, jetzt mal Real Talk, welcher Noob da draußen, welcher Noob hat denn bitte einfach so mal eine Wasserwelt erstellt? Also, ich habe das auch schon gemacht, aber habe ich mich jetzt selbst beleidigt? Machen wir einfach weiter, let's go. Oh nein. Ja, also so eine Wasserwelt ist halt wirklich extrem low. Das ist wirklich extrem low. Kann man überhaupt was sehen? Nö, ne? Guck mal da, dieses Face. Ja gut, also in der Wasserwelt, da gibt es halt kein Land, ne? So, und deswegen kann man da auch wahrscheinlich eigentlich so an sich gar nichts Großartiges machen. Ich kann kein Deutsch mehr. So, Pufferfisch. Ja gut, den Pufferfisch essen, das weiß ja jeder. Das weiß ja jeder Noob, dass das Ding giftig ist. Sogar in Real Life, Leute, ja? Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das weiß. In Real Life sind Pufferfisch, also hier die Mrs. Puff. Okay, das war jetzt so, macht kein Pufferfisch, die machen so. Kennt ihr das? Die Pufferfische, die sind auch irgendwie, die müssen so richtig krass speziell zubereitet werden, damit man die essen kann. Aber Leute, Kugelfisch heißen die, genau. Würde ich niemals essen, niemals. Ich habe da viel zu großen Respekt vor. Wer von euch hat schon mal einen Kugelfisch gegessen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr es nicht überlebt habt, schreibt es trotzdem in die Kommentare. Okay, weiter. Ja klar, Pufferfisch, der vergiftet einen, ist ja völlig klar. Jetzt guckt er in den Himmel. Mache einen... Oh. Was war das? So, mache ein Feuer... Mache eine Feuerstelle in deinem Holzhaus. Ja, das ist halt wirklich ziemlich dumm. Oh, der Pufferfisch hat wehgetan. Oh, es ist so kalt. Och nein. Och nein, och nein. Ah, schon viel besser. Oh nein, och nein. Och nein. Das kannst du doch nicht machen, nicht in deinem Holzhaus. Das ist so noobig. Darauf erstmal einen Schluck von meinem leckeren Smoothie. Schmeckt lecker. Also, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Ja, jetzt brennt die komplette Hütte ab. Aber brennt das Bett auch ab? Nee, ne? Das Bett ist unbrennbar, kann es sein? Brennen Betten ab? Das sind Dinge, die ich nicht weiß. 10 Dinge, die ich nicht weiß in Minecraft. Ey, lass es doch auch demnächst machen. Da haben wir 10 Dinge, die man nicht tun sollte. 10 Dinge, die man nicht weiß. Und dann kann man nochmal 10 Dinge, die, keine Ahnung, deine Oma auch nicht tun würde in Minecraft oder sowas in der Art. Das könnte man auch machen. So, looking into the sky while sprinting. Also, in den Himmel schauen, während man rennt. Das ist Nummer 7. Das ist so ein Fakt. Das ist halt kein richtiger Fakt, oder? Das ist... Wer läuft auch bitte so in Minecraft durch die Gegend und guckt die ganze Zeit nach oben? Okay, ich mache mich hier wieder richtig zum Affen, oder? Checkt mein Instagram aus, Link in der Videobeschreibung. Leute, kurze Werbung an der Stelle. So, weiter geht's. Ja. Das ist so noobig, das ist so unfassbar noobig, wirklich. Wer macht das? Es läuft doch niemand so durch die Gegend. Das ist so noobig, ja. Ey, Real Talk, guck mal. Und plups, weg ist er. Wahrscheinlich ist er da in Lava gefallen oder sowas, guck. Und weg. Das sind wirklich Dinge, die man nicht in Minecraft tun sollte. Das sind wirklich Dinge, die man nicht tun sollte. Im Nether schlafen. Jetzt mal.
im Nether schlafen. Jedes Baby weiß, dass man im Nether nicht schlafen sollte. Wenn ihr das nicht wusstet, Leute, dann seid ihr keine richtige Minecrafter. Ja? Dann habt ihr das hier. Das hier habt ihr euch nicht verdient, okay? Das hier habt ihr euch nicht verdient. So, ihr seid dann keine richtigen Minecrafter. Das hier und das Schwert, das habt ihr euch nur verdient, wenn ihr euch nicht im Nether ins Bett legt. So. Gucken jetzt weiter. Tut mir leid. Aber das macht doch keiner. Bitte? Okay. Bist du müde? Dann leg dich doch mal hin. Dann solltest du vielleicht schlafen gehen. Oh ja, leg dich einfach ins Bett. Komm, leg dich ins Bett. Und es macht... Völlig logische Sache. Völlig logische Sache. Gerade nach unten bauen. Also digging down, bla bla bla. Also einfach nur komplett gerade so nach unten buddeln. Okay, das sind so Sachen, da muss ich auch ehrlich gesagt zugeben, so, das sind Sachen, die habe ich auch schon gemacht, weil ich irgendwie Diamanten finden wollte, aber wenn man sich dann komplett gerade nach unten buddelt, ich kann das schon predikten, Leute, ich weiß ganz genau, was passieren wird. Er hat sich wahrscheinlich nach unten gebuddelt und dann ist er in Lava gefallen, 100%. Wollen wir wetten? Ich wette mit euch. Ich wette nicht mit euch, okay, weiter geht's. So, digging straight down. Ja, hier hat er schön die Iron Ores gesammelt. Das ist mega fresh. Mega cool. Und jetzt setzt er sich da eine Fuckalowie hin. Und jetzt buddelt er sich straight up nach unten. Und natürlich ist da, wie bekanntlich, einfach eine Lavastelle. Sieht ein bisschen fakey aus, weil er da so... Okay, könnte schon real sein, das Ding. Ja, wie bekanntlich eine Lavastelle, Leute. Wie ich es gesagt habe, er ist in Lava gefallen. So, baue eine Wand oder building a wall. Eine Wand bauen. To block mobs, okay, um halt sozusagen Monster fernzuhalten, eine Wand zu bauen, okay? Schauen wir mal rein. Das ist Platz 4 sogar. Ich frage mich, was der krasseste Platz ist, was Platz 1 sein wird. Okay, er hat eine... Ja, gut, okay, Cave Spider sind auch wirklich, wirklich fies. Die sind auch wirklich fies. Bei so normalen Spinnen kann man ja auch sagen, so, yo, okay, geht schon. Aber das ist halt wirklich doof. Normalerweise, also das, was ich mache, das ist auch ein Pro-Tipp von mir, macht euch immer eine Base im Berg drin oder in der Höhle drinne, damit ihr, falls ihr angegriffen werdet, da schnell reinflitzen könnt. So, das ist mein Tipp. Das mache ich immer. Immer. Wahrscheinlich machen das viele von euch auch. Das ist wahrscheinlich gar kein so krasser Tipp, aber von mir, wenn ihr den von mir hört, dann ist das ein krasser Tipp, okay? Okay. Keine Ahnung, was heute mit mir los ist. Weiter. Genau, die Cave Spider greifen dann an. Völlig logisch. Und Er wird sterben. Er ist gestorben. So, Thunderstorms, also sozusagen Donnerblitz. Paar Attacken, nein, Donner halt, ne? Donner! Jo, alles klar. Er wird von Blitzen einfach attackiert. Hä, aber jetzt mal... Das ist ja 10 Dinge, die man nicht tun sollte in Minecraft. Wie kann man denn das Wetter in Minecraft beeinflussen? Ja klar, wenn man jetzt in Game-Mode und sowas macht oder so. Aber ich meine jetzt mal, wie soll man bitte das beeinflussen können? Das ist doch nichts, was man nicht in Minecraft... Ja okay, man sollte vielleicht nicht rausgehen. So, dann müsste das aber heißen, während dem Thunderstorm nach draußen gehen. Also wegen dem Regen, wegen Donner, Regen, Gewitter rausgehen. Also ansonsten, keine Ahnung, macht es eigentlich nicht so viel Sinn. Oder? Ich hab doch recht. So, ja gut, da ist der Blitz eingeschlagen. Ein Raum vergessen anzuleuchten. Nee, warte, wie kann man das genauer übersetzen? Einen Raum vergessen auszuleuchten. So, das heißt, wenn man da keine Fackel reingestellt hat, werden wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, da drinnen Monster spawnen. Wenn man vergessen hat, einen Raum auszuleuchten. Hä? Was ist das für ein Sound? Hä? Hä? Nichts. Oh, man sieht schon da drüben einfach. Alter, sind da viele... Alter, sind da viele drinne. Junge, sind da viele drinne. Yo, mal richtige Ja, wahrscheinlich machen da eine richtige Party drinne. Yo. Okay, das ist jetzt die Numero Uno, Freunde. Fighting ranged mobs in water. Ja, gut, okay. Das ist wirklich richtig beschissen. Das ist wirklich richtig kacke. Also sozusagen gegen Monster kämpfen, wie jetzt zum Beispiel einen Skeleton oder sowas, im Wasser. So, wenn man gegen die kämpft, du hast halt gar keine Chance, weil du viel langsamer zu denen gehst, aber die schon von Weitem richtig abschießen können. Das sind Dinge, die man wirklich nicht tun sollte, gegen die zu kämpfen im Wasser. Das ist total dumm. Ja, vor allem sind das so viele, gell? So als ob
Als ob. Ja, gut. Gut, das waren 10 Dinge, die man nicht in Minecraft tun sollte, Leute. Mega nice. Hat echt Spaß gemacht, das hier zu gucken, euch ein bisschen meine noobigen Tipps zu geben und sowas. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe eben schon gesagt, checkt nochmal Instagram aus und lasst natürlich ein Abo auf dem Kanal da, Leute. Wir haben bald 1 Million Abonnenten geknackt. Das wäre mega cool. Und ja, das war's. Wir sehen uns. Bis morgen. Ciao.